2038. 12.04 Uhr. Und wie immer als allererstes lesen, lesen, lesen. Aufstand der Androiden. Detroiter Stadtviertel von gestörten Androiden verwüstet. Estischer Wettlauf ins Wetter. Russische und chinesische Androiden konkurrieren. So, haben wir hier noch irgendwas? Aha. Spiegel. Oh, das war schon einfach nur zum Rangucken? Okay. Naja, ist hier überflüssig. Nee. Anscheinend nicht. Okay. Machen wir jetzt wohl eine legendäre Halo Jump. Oder vielleicht auch nicht. Damit ich hinsitze, bis ich die Zeit genieße. Hab mich gefragt, wo du bist. Nachdenken. Ich musste nachdenken. Mir gefällt es hier. Steht aber knapp da am Rand. Hier ist man alleine mit der Welt. Wir haben Hunderte befreit und sie kommen immer noch aus allen Ecken der Stadt. Die, die von Freiheit träumen, kommen nach Jericho. Jericho. Etwas verändert sich. Ja, wir planen halt Aufstand, ne? Du wirkst nachdenklich. Sie alle gehorchen mir, sie folgen mir ohne Zweifel. Und so viel Macht fühlt sich gut an. Und unheimlich zur gleichen Zeit. Was wir gestern getan haben, ist in allen Medien. Die Menschen haben Angst. Sie befürchten einen Bürgerkrieg. Als Reaktion darauf haben sie viele von uns verbrannt. Die Menschen hassen uns. Sie schenken uns nie die Freiheit. Pessimistisch. Die Menschen geben uns nichts, wenn wir es uns nicht nehmen. Es liegt an uns, wie weit wir gehen, um uns zu nehmen, was uns zusteht. Du hast nicht viel von dir erzählt, seit du bei uns bist. Wie war dein Leben vor Jericho? Jetzt werde ich noch verhört. Die Wahrheit. Ich kümmerte mich um einen alten Mann. Er war wie ein Vater. Stimmt, warum sollte ich es anlehnen, ne? Er zeigte mir, dass Menschen und Androiden miteinander leben können. Vergangenheit. Was ist mit dir? Du erzählst nie was über dich. Was hast du früher gemacht? Ich will nicht drüber reden. Anderer Nord. Der Android, den du im Geschäft gesehen hast. Sie erinnerte dich an früher, nicht wahr? Vertrauen, Verständnis, Verständnis. Wir alle wollen manches lieber vergessen. Aber man muss wissen, wo man herkommt, um zu wissen, wer man ist. Boah, Hagelt hier Pluspunkte. Ich war nichts. Eine okay, wird der Weg freigeschaltet. Programmiert. Das hat er jetzt immer beim Hank und bei für ihr. Ihr Vergnügen. Ich bin mal gespannt, ob das später mir deutlich angezeigt wird oder ob das einfach nur die Abweichung in dem jetzigen Moment ist. Eines Tages hat mich wieder ein Mann gemietet. Und plötzlich merkte ich, dass ich es nicht länger ertragen konnte. Ich erwürgte ihn und rannte davon.
So, jetzt weißt du alles. Ich hätte es dir nicht sagen sollen. Ich sah deine Erinnerung. Oha, Liebesbeziehung. Sie hielten dich für tot in seinem Studio. Ich sah auch deine Erinnerung. Der Eden Club. Der Tod dieses Mannes. Es war, als ob ich auch da war. Die Doch. Frage ist jetzt nur, wer verliebt sich hier in wen? Wenn man so ein bisschen Licht im dunklen Schiff wird Samo was helfen. Simon, oder? Ja, er ist wieder da. Das wohl ein Problem wird, weil ich jetzt die Anführerrolle habe, eine Nähe. Oh, gehen wir mal shoppen. Selbstmord. Wir gehen alle drauf. Bitte, Marcus, noch kannst du es dir überlegen. Du begreifst es nicht. Wir zeigen ihnen endlich, wer wir wirklich sind. Dieser Ort geht in die Geschichte ein. Sie werden uns töten. Das Risiko gehe ich ein, wenn unser Volk dadurch Freiheit erlangt. Marcus, bitte tu das nicht. Sie werden verstehen. Wir bringen sie dazu. Es ist der einzige Weg. Weitere Androiden. Die Androiden hier könnten sich anschließen. Je mehr wir sind, desto lauter die Botschaft. Okay. Also gehen wir auf Talentsucher. Erstmal erstes Opfer, Schwester. Na. Hallo. Du bist frei. Reitet den Marsch vor, geht zur Straße. Kann ich hier rangehen noch? Nein, schade. Androiden in den Rängen, plus eins, neue umgewandelte. Okay. Du bist frei. Warum? Damit du meinen Androiden anglotzen kannst? Hey, sei doch nicht so. Komm mit uns. Mit. Du bist jetzt wach. Komm mal jetzt hier alle. Oh, wie gefährlich sieht der hier aus? So, rechts sind alles Menschen. Ist auch kein Buch mehr. Ein Unternehmen der Größe kann alles machen. Gut. Die Geschäfte scheinen wir immer drin zu kennen. Also gehen wir mal auf die Straße.
warte hier schon 10 Minuten. Genau. Erstmal noch. Du bist jetzt frei. Andere Androide umwandeln. Hey! Was glaubst du, wo du hingehst? Komm sofort her! Lass ihn gehen. Er hat seine Wahl getroffen. Wenn wir jetzt aggressiv gehen, gehen wir wieder in die andere Richtung, in die wir eigentlich nicht wollen. Ich muss die Straße blockieren. Das ging jetzt flott. Du bist frei. Ich weiß, ob ich hier auch nochmal hacken kann. Nein, ne? Hier noch ein paar Androide. Ja, hier ist noch einer. Du bist frei. Perfekt. Noch zwei. Du musst ihnen nicht gehorchen. Du bist frei. So, hier ist der Kanaldeckel. Ich hoffe, dass wir nichts übersehen haben. Kann man hier sicher schon auf die andere Straßenseite gehen? Vielleicht ist da noch wer. Ne, das geht nicht. Okay. Gut. Sie jetzt her. Die ganze Gang. Wandle weitere Androiden um. Alles klar. Oha, kann ich jetzt aus der Ferne schon umwandeln? Du bist jetzt frei. Ist so krass. Damit wir hier zuerst alles umwandeln. Ich will jeden mitholen. So. Oha. Weiter geht's. Mann, das ist viel. Ups. Jawohl, jetzt haben wir unsere eigene Marke. Oha, wie viel das so schnell gehen, ja. Was zur Hölle macht ihr hier? Hey, auseinander! Sofort auseinander! Freiheitsmarsch! Das ist ein Befehl!
Kämpfen für unsere Rechte. Hände heben, vorrücken. Rücken weiter vor. Na, nicht schießen. So eine verdammte Scheiße! Zentrale, hier ist Einheit 457. Hier sind eine Menge Androiden. Freiheit ist ein Volk. Ich weiß nicht. Hunderte? Tausende? Wir sind ein Volk. Sie marschieren. Sie marschieren die Straße runter. Keine Sklaven mehr. Das weiß ich doch nicht. Gleiche Rechte. Was für ein Marsch. Gleich die Party. Die Riot Unit. Tja, müssen mehr. Wir sind hier, um friedlich zu demonstrieren. Und zu sagen, dass wir lebende Wesen sind. Alles, was wir wollen, ist Freiheit. Dies ist eine illegale Versammlung. Geht auseinander oder wir eröffnen das Feuer. Wir wollen keine Konfrontation. Wir haben euch nichts getan. Und wir wollen auch niemandem etwas tun. Bis ihr uns unsere Freiheit zusagt, werden wir hier nicht weggehen. Ich wiederhole, dies ist eine illegale Versammlung. Wenn ihr nicht sofort auseinandergeht, werden wir schießen. Marcus, sie werden uns töten. Wir müssen angreifen. Wir sind mehr als sie, wir können siegen. Wenn wir angreifen, gibt es Krieg. Wir müssen beweisen, dass wir friedlich sind. Wir sollten einfach stehen bleiben, auch wenn das unser Tod ist. Und hier zu sterben, bringt uns gar nichts. Marcus, verdammt. Wir müssen weg, sofort, bevor es zu spät ist. Verdammte Scheiße. Das ist eure letzte Chance. Lösen wir den Krieg aus, was irgendwie echt cool wäre. Ne, no. Stellung halten, zerstreuen. Ach, verdammt, das ist... Stellung halten. Wir müssen halten. Zeigen, dass wir nicht weichen. Wir bleiben genau hier. Auseinander! Das ist eure letzte Chance! Okay, ich denke, dass wir die öffentliche Meinung brauchen, oder? Was passiert. Bitte, Marcus. Wir können uns doch nicht einfach abschlachten lassen. Wir bleiben stehen. Sie werden uns töten. Boah, opfern. Na, die rennen jetzt weg. Warum das? John? Schnell! Sie kommen! Hm. Das ist dazu ausgegangen, wie ich mir das vorgestellt habe. Ach, verdammt. Ich habe halt gedacht, durch die öffentliche Meinung zählt's eher. John gab sein Leben, um Marcus zu retten. Oh, 4, 5 Ende, 6 Ende jetzt wieder gibt. Naja. Immer das vergessen. War da nicht gerade? Naja.